Sehr verehrter Kardinal Marx, sehr geehrter Herr Dr. Schüller, Frau Staatsministerin Merk, Herr Ratsvorsitzender Bedford-Strom, lieber Herr Professor Sternberg, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Festversammlung, es ist mir wirklich eine große Ehre, mit dem Ökumene-Preis der Katholischen Akademie Bayern ausgezeichnet zu werden. Und Herr Professor Sternberg, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre überaus freundlichen Worte, für die Mühe, die Sie sich gemacht haben bei der Nachforschung der einschlägigen Zitate. Vieles war mir selbst nicht mehr so bewusst, weil Sie weit zurückreichend nachgeforscht haben. Umso dankbarer bin ich. Meine Frau war der Meinung, Sie hätten ein bisschen zu sehr gelobt. Das sagt sie immer. Aber ich zitiere dann auch immer Bruno Kreisky. Der hat gesagt, Sie glauben gar nicht, wie viel Lob ein Politiker aushalten kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich mich die gute Nachricht dieser Auszeichnung vor ein paar Monaten, ich glaube, es war so circa Oktober, November letzten Jahres, als die Nachricht mich erreichte, habe ich mich gefreut, ganz ehrlich gefreut. Aber ich habe mir dieselbe Frage gestellt wie Herr Sternberg. Bin ich eigentlich überhaupt der Richtige für einen solchen Preis? Und ein bisschen was wissen Sie jetzt schon über meine Biografie. Ich komme in der Tat aus einem kleinen Dörfchen, aus Lippe. Das ist so der östliche Rand Nordrhein-Westfalens, später hinzugekommen. Seit 1538 ist unser Landstrich evangelisch. Seit dem 17. Jahrhundert evangelisch reformiert. Und das, meine Damen und Herren, mit allem, was dazugehört. Ich erinnere mich an Menschen mit großem inneren Ernst, an Pastoren mit wortstarker, zuweilen donnernder Predigt. Und die hatte lang und ausführlich zu sein. Ein Gottesdienst unter anderthalb Stunden wäre als Arbeitsverweigerung verstanden worden. Die Liturgie bei uns ist karg. Ein Kreuz in der reformierten Kirche, häufig der einzige Schmuck, in vielen nicht einmal das. Das, meine Damen und Herren, das war meine Welt. Und daneben gab es keine andere bis zum Ende meiner Grundschulzeit. In der Oberschule ging es dann in die nächstgrößere Stadt, auch die überwiegend reformiert, aber eben nicht nur. Es gab eine lutherische Kirche und für uns Kinder oder schon Jugendliche war schon das, Sie mögen es nicht glauben, eine andere Welt. Die Lutherischen erschienen uns, lieber Heinrich, genauso fremd wie die Katholiken oder noch anders. Das Reformierte war das Normale, das Lutherische, die andere Kirche oder die Kirche der anderen, weil es eben Katholiken nicht gab. Jedenfalls nicht in meiner kleinen Welt, wo Schulen und Arbeitsplätze nah waren, Mobilität auch als Wort überhaupt noch nicht erfunden war. Und nur 7 Kilometer von meinem Dorf verlief die Landkreisgrenze. Und das war weit mehr als die Grenze einer kommunalen Einheit, eine scharfe konfessionelle Grenze. Dort auf der anderen Seite, 7 Kilometer entfernt, dominierte Paderborn. Damals noch prägte das Wort des allgegenwärtigen Bischofs dort das kirchliche Leben, aber nicht nur das, auch den Alltag der Menschen durch und durch. Und obwohl eben nur Steinwurfnähe von meinem Wohnort entfernt, hatten diese Welten kaum, ich würde so weit gehen und sagen, fast keine Berührung. Obwohl die Schule, das Gymnasium in der katholischen Kleinstadt näher war, blieb man doch lieber im Evangelischen, auch wenn es ein paar Kilometer mehr waren. Und selbst beim Fußball, in diesen Zeiten verdient das Erwähnung, selbst beim Fußball habe ich heftig und intensiv gespielt, begegnete man sich nicht, da auch die Fußballligen sich streng an den Kreisgrenzen orientierten. Meine Damen und Herren, da komme ich her. Und da darf man schon mal fragen, ob man der Richtige für diesen Preis ist. Oder mit anderen Worten, das will ich Ihnen eigentlich nur sagen mit dieser Einleitung, Ökumene war mir jedenfalls nicht in die Wiege gelegt. Herr Dr. Schüller, Sie haben es am Anfang gesagt, der Ökumene-Preis wird verliehen für die Förderung der Una Sancta-Bewegung, des Gedankens
der einen Kirche oder damit für das Bemühen um eine gelebte Ökumene. Ich glaube, meine Damen und Herren, mehr als wir hier gerade kann man Ökumene kaum leben. Hier vor Ihnen in Bayern, in der katholischen Akademie, steht ein, wie Sie eben erfahren haben, evangelisch-reformierter aus Ostwestfalen, ein Sozialdemokrat noch dazu. Und ja, Sie haben es beide eben erwähnt, Herr Scholler-Sternberg, eine Katholikin habe ich auch noch geheiratet. Lieber Herr Schüller, für gelebte Ökumene steht Ihre Akademie aber eben nicht erst, seitdem hier Ostwestfalen auf der Bühne sprechen dürfen. Für Gemeinschaft über konfessionelle, über ideologische Trennlinien hinweg steht Ihr Haus seit vielen Jahren. Und ich will hier an eine besondere Tagung in der Akademie erinnern im Jahre 1958. Ich glaube, kaum einer von uns war damals dabei, obwohl ich hier im Raum viele weiße Schöpfe sehe. Hans-Jochen Vogel allerdings meldet sich gerade. Ich habe es vermutet, dass er dabei war. Damals, meine Damen und Herren, fand an der Katholischen Akademie die sogenannte, halten Sie sich fest, Sozialismus-Tagung statt. Einer, der sich gut daran erinnert, der ehemalige Vizepräsident der Katholischen Universität Eichstätt, Heinz Hürten, hat eindringlich beschrieben, dass es dabei um nicht weniger ging als das Verhältnis der katholischen Kirche zur SPD. Und das war eben, das muss uns bewusst sein, zu dieser Zeit damals ein wirkliches Wagnis. Das war delikat. Und man möchte sich die Diskussion hier im Hause gerne vorstellen. Etwa die Ausführungen von Carlo Schmidt, wie sie überliefert sind, der dafür warb, ideologische und konfessionelle Linien in einem gemeinsamen politischen Menschenbild zu überwinden. Die Tagung damals fand nicht nur große öffentliche Beachtung, sie löste durchaus auch politische Irritationen aus. Sie war ein prägendes Ereignis für die gesellschaftliche Neuordnung, Neuaufstellung der jungen Bundesrepublik. Es waren Veranstaltungen genau wie diese hier in Ihrem Haus, Herr Dr. Schüller, die allmählich dazu führten, das darf ich sagen, das Eis zwischen Sozialdemokratischer Partei und katholischer Kirche zu brechen. Und damit bin ich beim Thema Ökumene, der Überwindung von Trennlinien, von konfessionellen Trennlinien, ideologischen und auch politischen. Was bedeutet Ökumene denn in unserer Gesellschaft? Was bedeutet Ökumene in einer Welt, in der religiöse und politische Gegensätze mit immenser Kraft ganz offenbar aufeinander zu prallen scheinen? Und darauf möchte ich ganz besonders natürlich heute eingehen. Was bedeutet Ökumene in Europa, einem Europa, an dem unheimliche Fliehkräfte zerren und in dem ganz offenbar Nationalismen wieder aufbegehren? Vielleicht ist es kein Zufall, Herr Dr. Schüller, habe ich mich am Anfang gefragt, dass sowohl Europa wie Ökumene beide ihre Wurzeln im Griechischen haben. Und Sie haben in diesem Haus mal ausgeführt, dass vor allem der Apostel Paulus ein Verb verwendet, das sich davon eben ableitet, oikodomein, aufbauen, ein Haus bauen. Und ich finde diese Beschreibung sehr schön. Sie malt ein Bild von Gemeinschaft und sie beschreibt die Gestaltung dieser Gemeinschaft nicht als Faktum, nicht als gegeben, auch nicht als endlich, sondern als ein Prozess. Und wir alle wissen aus eigener Erfahrung, wenn man auf engem Raum zusammenlebt, unter einem Dach, dann muss man Verständnis und Toleranz mitbringen. Je größer die religiöse, aber auch weltanschauliche Vielfalt unter dem Dach, desto mehr Mühe muss man sich mit gegenseitiger Verständigung geben und desto beharrlicher muss man versuchen, Konflikte möglichst friedlich, möglichst konstruktiv zu lösen, jedenfalls Türen zu verschließen, sich abzuschotten, bringt erfahrungsgemäß nichts. Den anderen jedoch zu betrachten, seine Sichtweise wenigstens verstehen zu lernen, Trennendes dabei zu erkennen, aber auch den Versuch zu machen, Gemeinsamkeiten zu entdecken, darum geht es. Und nur dann kann echter Dialog entstehen, Verständigung und ein tragbares Fundament für jede Gemeinschaft.
So verstehe ich mit Verlaub Ökumene als Denkprinzip, das Verständigung und Dialog in den Vordergrund rückt, um Gemeinschaft, um ein Haus zu gestalten. Und wenn wir Ökumene so betrachten, dann hat sie eben auch eine klare politische Dimension. Und wenn ich mich heute vor Ihnen nicht nur als Christ, sondern eben auch als Außenminister stelle, dann kann ich Ihnen versichern, der Versuch jedenfalls, durch Verhandlungen Konflikte zu lösen, Trennlinien zu überwinden, das Bemühen durch gemeinsame Regeln und Absprachen, auch durch das Angebot von Vertrauen, eine Basis für Zusammenleben in der internationalen Gemeinschaft zu finden, das ist mein täglich Brot. Wie wir Protestanten und Katholiken in Offenheit und Dialog zusammenleben, das haben wir in den letzten Jahrhunderten diesen Prozess manchmal auf schmerzhafte Weise lernen müssen. Die Frage ist, haben wir wirklich ausgelernt? Wenn wir unsere Welt betrachten, dann mag mancher daran zweifeln, dass wir alle den ökumenischen Gedanken von Dialog und Verständigung wirklich im Grundsatz überhaupt verstanden haben. Was ist da los? Noch nie in meiner eigenen Biografie habe ich eine Zeit erlebt, in der die Krisen und Konflikte in solcher Dichte, in solcher Vehemenz auf uns einstürmten. Und gleichzeitig findet hier bei uns in Europa eine Debatte statt, die an den Grundfesten unserer Union rüttelt. Und was mich eben besonders beunruhigt in diesen stürmischen Zeiten, das sind die dumpfen Parolen, die wir dabei hören. Der Ton wird rauer und nicht nur bei uns in Europa. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks hören wir die Abschottungs-, die Abgrenzungsparolen. Hier und dort werden Ängste geschürt gegenüber den anderen, gerade auch gegenüber Muslimen. In Europa sind es populistische Parteien, die Sorgen der Bürger und Bürgerinnen instrumentalisieren, den Islam an den Pranger stellen. Behauptet wird da, Islam und Demokratie sei prinzipiell unvereinbar. Ich will dem widersprechen, denn ich bin sicher, Demokratie gibt dem Islam Raum und der Islam gibt der Demokratie Raum. Es ist eben eine der entscheidenden Aufgaben für unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren, für Muslime, für Nichtmuslime, für Christen, für Juden, den Beweis dafür anzutreten. Meine Damen und Herren, schlichte Parolen mögen zwar Applaus bringen, mögen Applaus bringen bei uns und auf den Marktplätzen des gesamten europäischen Kontinents, aber sie bringen uns eben nicht weiter im Umgang mit den Herausforderungen, vor denen wir gemeinsam in Europa stehen, für die kein Land allein eine Lösung hat, wo die Menschen aber gemeinsame Antworten von uns erwarten, und zwar Antworten, die tragen. Es macht mir Sorge, wie wir mit der Brexit-Debatte derzeit eine Renaissance nationaler Stereotypen und Egoismen in Europa erleben. Wir haben genug eigene Probleme, lasst die Welt mit ihren Problemen draußen. Das scheint die Ansage zu sein, wenn es darum geht, unsere großen Herausforderungen anzugehen, wie ja bei der wahrhaft schwierigen Frage der Bewältigung der Flüchtlingssituation. Nicht viel besser, und es liegt nicht lange zurück, waren die Parolen, die wir während der Finanzkrise gehört haben. Viele Stimmen haben ein geteiltes Europa in dramatischen Worten beschrieben, einen Norden, in dem das Gefühl wächst, nur noch Zahlmeister für die verschwenderischen Länder des Südens zu sein, und umgekehrt einen Süden, der sich vom Norden zunehmend drangsaliert fühlt. Meine Damen und Herren, meine Sorge ist, dass alte Spaltungen, die wir schon längst überwunden glaubten, in neuer Gestalt nach Europa zurückkehren. Trennlinien tun sich zwischen den Völkern wieder auf. Und dabei sollten wir es doch gerade in Europa besser wissen. So wie in der Tat Papst Franziskus uns anlässlich der Verleihung des Karlspreises im Mai gemahnt hat, als er für und über das Haus Europa sprach und sagt, die Gründerväter legten das Fundament für ein Bollwerk des Friedens, ein Gebäude, das von Staaten aufgebaut ist, die sich nicht aus Zwang,
sondern aus freier Entscheidung für das Gemeinwohl zusammenschlossen und dabei für immer darauf verzichtet haben, sich gegeneinander zu wenden. Nach vielen Teilungen, so Papst Franziskus, fand Europa endlich sich selbst und begann, sein Haus zu bauen. Oikodomein, da ist es wieder, auch in der Sprache des Papstes über Europa. Und es stimmt. Mit und durch den Bau unseres Hauses Europa haben wir gelernt, Konflikte einzuhegen, vor allen Dingen aber sie, und das ist uns über Jahrhunderte nicht gelungen, in zivilisierten Formen auszutragen. Jetzt im Augenblick merken wir, und vielleicht nicht erst seit dem Brexit, das Haus hat Risse bekommen. Seine Stabilität ist jedenfalls keine Selbstverständlichkeit mehr. Es zu stützen, ist unsere gemeinsame Aufgabe, und wenn wir in Anlehnung an den Begriff der Ökumene diese Arbeit als eine Arbeit an dem Haus verstehen, das Raum für alle hat, ein Haus, in dem wir zusammenleben wollen, dann muss eben unsere Antwort, das hoffe ich, ist schlüssig, dann muss unsere Antwort das genaue Gegenteil von Abschottung und Abgrenzung sein, dann muss es darum gehen, neue Wege des Dialogs und der Zusammenarbeit in Europa zu öffnen. Und dabei sollten wir uns daran erinnern, dass es die Kirchen sind, die bei allen weiter bestehenden Unterschieden eine Art Vorreiterin der Idee von der europäischen Einheit in Vielfalt waren. Die große Leistung der europäischen Einigung besteht auch gerade darin, Verschiedenheit zu versöhnen. Das gilt für nationale Identitäten ebenso wie für Konfessionen. Die Mehrheit der EU-Bürger ist römisch-katholisch, aber in Dänemark und Schweden haben wir zu fast 100% protestantische Bevölkerung. In Großbritannien fühlt sich der größte Teil, soweit Kirchen zugehörig, der anglikanischen Kirche zugehörig. Griechenland, Bulgarien, Rumänien sind mehrheitlich orthodox. Gerade die friedliche Vielfalt der Kirchen in Europa ist doch ein Beispiel, kann ein Beispiel sein für europäische Gesellschaft insgesamt. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist für mich klar, wir Christen sind gefragt, diese Tradition zu verteidigen. Gerade jetzt, wo starke Fliehkräfte an unserem Haus Europa zerren, an den Wänden des Hauses, das wir, oder sagen wir besser, unsere Vorgängergenerationen gemeinsam gebaut haben. Wenn der Ton rauer wird, wenn Abgrenzung und Abschottung die neuen Lockrufe der Populisten sind, dann ist für mich klar, wir Christen müssen eben noch viel deutlicher sagen, dass Ökumene auch diese politische Dimension hat. Wolfgang Huber hat mal darauf hingewiesen, dass ein wichtiger Beitrag der Kirche für die Zukunft Europas in ihrer Fähigkeit ist, sich in der jeweiligen Unterschiedlichkeit zu respektieren und mit Verschiedenheiten geschwisterlich umzugehen. Das ist eine Botschaft, meine Damen und Herren, die nie notwendiger war in Europa als gerade jetzt. Deshalb sage ich, geht raus, sprecht mit euren Brüdern und Schwestern in Polen, in Italien, in Griechenland, in Großbritannien, anderswo. Die Antworten, die wir in diesen Gesprächen hören werden, da bin ich mir ziemlich sicher, sind nicht immer die Antworten, die uns gefallen, nicht immer die Antworten, die wir hören wollen. Aber wir müssen diese Antworten und Erwartungen kennen. Besser zuhören, meine Damen und Herren, als in der Vergangenheit, um einander verstehen zu lernen. Und vor allen Dingen streiten für eine europäische Kultur, die seit 70 Jahren einen Kontinent, der geprägt war von Krieg und Gewalt, zerrissen war von Krieg und Gewalt, diesen Kontinent zu Frieden und Versöhnung gebracht zu haben, dieses zu erhalten, dafür zu streiten, auch das ist Aufgabe eines Christenmenschen, wie ich finde. Deshalb lasst uns aufstehen für dieses Haus Europa, und zwar bevor es zu spät ist. Es ist ja schön, dass jetzt in Großbritannien mit Demonstrationen, Petitionen und flammenden Reden der Geist Europas entdeckt wird. Ich frage mich nur, wo war diese Leidenschaft vor der Abstimmung, meine Damen und Herren? Papst Franziskus hat es im Mai in Rom gesagt, am Wiederaufblühen eines zwar müden, aber immer noch an Energien und Kapazitäten reichen Europas kann
und soll die Kirche mitwirken. Aber so fügt er hinzu, nur eine Kirche, die reich an Zeugen ist, vermag von Neuem das reine Wasser des Evangeliums auf die Wurzeln Europas zu geben. Eine Kirche reich an Zeugen, meine Damen und Herren. Mit diesem Begriff bin ich jetzt schon in der Schlusskurve meiner Rede bei der eigentlichen Frage angelangt, nämlich wem Sie heute diesen wunderbaren Preis eigentlich übergeben. Gilt er einem Zeugen der Kirche, dem Christen Frank-Walter Steinmeier oder dem Politiker, dem Außenminister? Klar ist doch, Sternberg, und dazu stehe ich, Politik, und wer immer das Gegenteil behauptet, ich habe Zweifel, Politik machen wir am Ende nicht mit der Bibel in der Hand. Ich glaube nicht, dass es für jede Erbschaftssteuerregelung schon eine entsprechende Antwort in der Heiligen Schrift gibt. Und ich glaube auch nicht, dass wir im Umgang mit neuen Bedrohungen, für die wir noch keine so rechte Antwort gefunden haben, dass wir dafür auch schon alle Antworten in der Bibel finden. Aber es ist eben so. Genauso klar ist, dass ich meinen christlichen Glauben nicht abgebe, wenn ich mich morgens an meinen Schreibtisch setze oder, was häufiger vorkommt, morgens in mein Flugzeug steige. Meine christliche Überzeugung und das Vertrauen auf Gott sind mir, ja, ein Kompass, oder gelegentlich sage ich auch, sie geben mir ein Gerüst, das vor allen Dingen Ängstlichkeit vermeidet im Angesicht von Entscheidungsdruck, der nicht immer ganz einfach zu bewältigen ist, und vor allen Dingen ein Gerüst, das Mut macht, das Notwendige, den auch tatsächlich zu tun. In unserem Haus Europa jedenfalls lebe ich als Christ und als Politiker, und ich sehe es als unsere gemeinsame Aufgabe, als Christen und als Europäer dieses Haus zu gestalten. Von der versöhnten Verschiedenheit freilich, wie wir sie als gelebtes Prinzip in der Ökumene der christlichen Kirchen beschreiben, scheinen wir uns im politischen Europa dieser Tage eher wieder zu entfernen. Aber auch hier sollten wir uns erinnern, dass dieses Prinzip gerade nicht den Verzicht auf Unterschiede fordert, wohl aber die Zügelung des Ehrgeizes, die Verschiedenheit zum Kern der Identität zu machen. Das kann Europa von christlichen Kirchen lernen. Was muss Kirche lernen? Kirche muss lernen, auch ich, dass es die kleinen Welten, wie ich sie am Anfang beschrieben habe, nicht mehr gibt. Und nicht die kleinen und großen Gewissheiten, mit denen meine Generation noch aufgewachsen ist. Die traditionellen Verhältnisse, in denen unsere Eltern und Großeltern aufgewachsen sind, haben sich mehr oder weniger aufgelöst. Flucht, Vertreibung, Verstädterung, Mobilität, in den letzten Jahrzehnten auch wachsende Zuwanderung, haben Deutschland nachhaltig verändert. Seine Sozialstruktur, seine Mentalitäten, aber eben auch das Verhältnis zur Religion. Und nicht nur in Ostdeutschland gilt, die christlichen Kirchen bleiben wichtige Institutionen, aber wahr ist auch, sie haben an Prägekraft in der Gesellschaft eingebüßt. Der Prozess der Säkularisierung in westlichen Gesellschaften ist eben auch an den Kirchen in Deutschland nicht spurlos vorbeigegangen. Und das hat Folgen, die wir uns bewusst machen müssen. In einer weiter zusammenwachsenden Welt, meine Damen und Herren, die sich nicht mehr allein um die europäische Sonne dreht, geht es auch um die Glaubwürdigkeit des Christentums insgesamt. Solange unser Horizont das Dorf, die Stadt, die Region oder ein Nationalstaat ist, kann man vielleicht noch völlig unbeschwert reformiert, lutherisch oder katholisch sein. Wenn unser Horizont aber die gesamte Welt ist, sieht das möglicherweise etwas anders aus. Oder in den Worten, wie ich immer sage, der kleinen Ökumene, der Leuenberger Konkordie, mit der wir vor mehr als 40 Jahren die gemeinsame Liturgie, auch das gemeinsame Abendmahl der überwiegenden Zahl der evangelischen Kirchen vereinbart haben, heißt es wortwörtlich und darf zitieren: Die Bemühung um Gerechtigkeit und Frieden in der Welt verlangt von den Kirchen zunehmend die Übernahme gemeinsamer Verantwortung.
Und dieser Verantwortung, meine Damen und Herren, dürfen wir uns um der Welt willen, aber auch um der Kirchen willen nicht entziehen. Herzlichen Dank. Ja, mit Frank-Walter Steinmeier wird hier zum ersten Mal ein Politiker mit einem Ökumenepreis ausgezeichnet. Aber ich denke zu Recht, er ist ein beharrlicher Knotenlöser, der nicht nur in den internationalen Konflikten, sondern auch zwischen den Religionen und Konfessionen zu vermitteln weiß. Er ist jemand, der Christentum begreift als ein beharrliches Einsetzen für Lösungen, für Entkrampfungen und für Friedenssicherung in der Welt. Lieber verehrter Herr Minister, liebe Frau Budenbender, lieber Laudator, lieber Akademiedirektor, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Anwesende bei dieser festlichen Versammlung, festlichen Veranstaltung, die hoffentlich uns allen Mut gemacht hat, Hoffnung gemacht hat. Von dieser Akademie soll ausgehen ein neuer Impuls für das Handeln, für das Arbeiten in den verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens. Ich gehöre auch zu denen, ich bin jetzt der Dritte, der sich gefragt hat, warum Frank-Walter Steinmeier? Zwar hat die Jury entschieden, aber wir sind ja in der katholischen Welt, da ruft man natürlich den Kardinal an und sagt, Herr Kardinal, was sagen Sie zu der Idee? Und dann habe ich gesagt, lass mich mal eine Nacht drüber schlafen. Aber nicht, weil ich irgendein Problem mit der Person, das wissen Sie, Frank-Walter Steinmeier habe, sondern eben tatsächlich in der Überlegung, was ist jetzt der Sinn dieses Preises? Erklärt noch einmal, was ihr damit meint, mit diesem Preis, mit diesem Ökumenepreis. Und ich bin ja erst einige Jahre hier und habe eben auch in Erinnerung, dass es in der Regel Bischöfe und Professoren waren und fand dann beim Blick auf diese Preisbegründung und auch auf die Idee, dass so wichtig, jetzt in dieser Stunde einen überzeugten Christen, der im politischen Handlungsfeld steht, auszuzeichnen und zu ermutigen, damit auch andere zu ermutigen, in der Politik ihren Beitrag als Christinnen und Christen zu leisten, in einer ökumenischen, weiten Vernetzung ausgezeichnete Idee. Und ich glaube, die Veranstaltung heute zeigt das. Ich kann ja nur ein kleines Schlusswort sagen, einen I-Punkt draufsetzen oder ein Ausrufungszeichen setzen, aber die wesentlichen Punkte sind ja in der Laudatio und auch in der großartigen Rede des Herrn Bundesaußenministers deutlich geworden. Ja, kann man mit der Bibel in der Hand Politik machen? Da sage ich mit einem kleinen Widerspruch vielleicht, doch. Aber in der rechten Weise, und darauf haben Sie hingewiesen, was sind die großen Perspektiven? Es wurde auf die Narrative hingewiesen, die wir brauchen. Und natürlich ist die Bibel eine Bibliothek. Es ist ja nicht ein Buch nur, es ist eine Bibliothek mit vielen, vielen Erzählungen. Aber Erzählungen, die immer in den großen, großen Berichten und Erzählungen und Texten auf das Zentrum hinweisen wollen. Und das will ich zum Schluss dann doch tun. Als Bischof darf ich dann die Bibel mal zu Wort kommen lassen als das große Narrativ Europas. Die wichtigste Aufklärung, die Europa je erreicht hat, ist für mich das Evangelium, die biblische Botschaft. Und die beginnt eben nicht mit Jesus von Nazareth, sie beginnt mit den ersten Seiten der Heiligen Schrift. Der Mensch wird geschaffen als Mann und Frau auf einer Ebene im ersten Schöpfungsbericht Genesis. Eine Menschheitsfamilie, also sind alle Brüder und Schwestern. Jeder Mensch ist Bild Gottes, ob er gläubig ist, Muslim, ausgetreten, homosexuell, heterosexuell, Mann oder Frau, schwarz oder weiß. Jeder ist Bild Gottes. Das ist die größte Revolution, die jemals auf dieser Erde ausgesprochen wurde. In dieser Verbindlichkeit, in dieser Proklamation einer Botschaft haben wir immer auf dem Niveau dieses Satzes gelebt.
Sicher nicht, auch wir als Kirche nicht. Bleibt dieser Satz gültig? Natürlich bleibt er gültig. Und da kann ich nur unterstreichen, das ist ja nicht jetzt auszuführen, das ist gesagt worden, deswegen ist christlicher Glaube, biblischer Glaube, absolut unvereinbar mit Nationalismus und Ausgrenzung und Rassismus. Absolut unmöglich. Deswegen ist ein Christ nicht nur ein Europäer in dem Sinne, dass er über Grenzen hinausschaut und den anderen nicht als Bedrohung, sondern als Bruder und Schwester sieht, sondern auch ein Universalist. Christen sind im Prinzip Universalisten. Das müssen wir als Kirche, als Verantwortliche in der Kirche immer wieder in Erinnerung rufen. Oder denken wir an den wunderbaren Text, der immer wieder zitiert wird im Bereich des Politischen: Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, gebt Gott, was Gott gehört, oft falsch verstanden als eine Trennung, absolute Trennung. Hier ist eine Orientierung gemeint, Matthäus 22. Kapitel. Gebt Gott, was Gott gehört. Was gehört Gott? Eben der Mensch, der Bild Gottes ist, den ich nicht verzwecken kann. Zweck an sich, wie Kant sagt, der nicht benutzt wird, nicht versklavt wird, nicht ausgebeutet wird, nicht Instrument in der Hand eines anderen sein darf. Das ist gemeint, gebt Gott, was Gott gehört, der Mensch. Das ist eine Botschaft ökumenisch verbunden. Keine katholische Politik, keine evangelische Politik, keine jüdische Politik. Eine vom biblischen Glauben her christlich-ökumenische Inspiration für die Politik. Damit ist noch nicht jede einzelne Aktion gesagt. Oder das Wunderbare, am Sonntag haben wir es im Evangelium gehört, in allen katholischen Kirchen, es gehört für mich zu den wunderschönsten Texten Europas. Ob ich gläubig bin oder nicht, ob ich Christ bin oder nicht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter, 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums, wo Jesus dem Gesetzeslehrer widerspricht, der ja eine Definition will. Es muss doch mal eine Grenze sein, es muss doch mal Schluss sein. Es geht doch um meine Interessen. Definier mir bitte, wo ich aufhören muss zu lieben. Definier mir das, Jesus von Nazareth. Und er erzählt die Geschichte, die Sie alle kennen, vom barmherzigen Samariter und dreht das Ganze um und sagt, es geht gar nicht darum, dass du eine Definition bekommst, wann du nicht mehr helfen sollst. Es geht darum, dass du begreifst, wie schaust du denn auf die Welt? Und all die, die vorausgegangen sind, sagen, was wird aus mir? Da ist ein Überfallener, was wird aus mir, wenn ich ihm helfe, fragt der Priester, der Levit. Und der Samariter, der Ausländer, der Verachtete, der nicht dazugehört, sagt, was wird aus ihm? Was wird aus ihm, wenn ich vorübergehe? Der teilnehmende Blick, der auch noch nicht alle Probleme löst, aber den der Papst etwa beklagt, oder das Fehlen des teilnehmenden Blickes, den der Papst beklagt, wenn er von einer Globalisierung der Gleichgültigkeit spricht. Das sind noch nicht die Lösungen für alle Probleme, aber den Blick abzuwenden und zu sagen, die Folgen für andere gehen mich nichts an, etwa in der Flüchtlingskrise oder in der politischen Frage des Friedens oder der Versöhnung. Hauptsache, wir haben unsere Interessen durchgesetzt. Die Folgen, langfristige Folgen für andere, sind nicht unser Problem. Das sind Haltungen, die eben nicht christlich inspiriert sind und, so darf ich doch auch sagen, im Letzten unvernünftig auch sind. Denn das will ich abschließend sagen, die christliche oder christlich inspirierte, es gibt keine christliche Politik in dem Sinne, aber die von Christen geprägte Politik, die von solchen Narrativen herkommt, ist nicht unvernünftig. Ich spreche ab und zu von der Vernunft der Seligpreisungen. Manchmal ärgere ich mich, wenn ich durch Museen gehe oder auch durch große Schlösser geführt werde. Die Geschichte scheint hauptsächlich aus Königen und Feldmarschällen und Ähnlichen zu bestehen, großen Politikern, die Kriege geführt haben. Gut, oft wird auch an andere erinnert, aber die Dominanz insgesamt ist doch relativ stark. Jesus sagt nicht, selig die Kriege gewonnen haben, sondern er sagt, selig die Frieden stiften. Selig die keine Gewalt angewandt haben. Selig die andere Mittel in Anspruch genommen haben, um das Ziel zu erreichen. Das ist doch nicht unvernünftig. Das kann ich nicht erkennen. Und wir haben es ja eben sozusagen heruntergebrochen auf die ganz praktische Politik des Dialogs, des Denkens vom anderen her gesehen, was es bedeutet, diese Perspektive im Blick zu behalten. Noch einmal,
Das ist nicht eine naive Romantik, sondern ich glaube, diese große Perspektive muss im Blick bleiben, sonst verlieren wir uns im Einzelnen und verheddern uns in Interessen, die im Grunde genommen langfristig nicht bedeutend sind. Heute ist das Fest des heiligen Benedikt, des Vaters Europas. Johannes Paul II. Hat ihn zum Patron Europas ausgerufen. Ja, was wissen wir sonst noch von Politikern aus dem 5. und 6. Jahrhundert? Nicht so viel. Kaum, dass wir einen Namen in Erinnerung haben. Aber der heilige Benedikt hat mit seiner Art, das Evangelium zu leben, sich zurückzuziehen, Klöster zu organisieren, Europa vielleicht nachhaltiger geprägt als mancher, der damals ein großer Mann oder eine große Frau war. Diese Hoffnung sollten wir einbringen, auch in die konkrete Politik, auch in die Gestaltung der Welt. Und ich glaube, wir haben gespürt und haben ja auch Zeit genug gehabt, in den letzten Jahren Frank-Walter Steinmeier zu beobachten. Der Preis geht an den Richtigen, aber er ist ein Preis zur Ermutigung für alle. Und ich möchte noch einmal dies wirklich benutzen, um viele, viele Christinnen und Christen aufzurufen, sich in den politischen Parteien, im gesellschaftlichen Leben zu engagieren. Es ist höchste Zeit, unsere Narrative aufzurufen und mit praktischem Engagement zu erfüllen. Gottes Segen für alle. Applaus